Sie haben nichts Unrechtes getan. Ich habe das Buch gelesen von ihr. Ich habe auch die Dokumentation gesehen, die im Toten Winkel heißt. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Mich hat das sehr berührt. Ich habe das gesehen, lange bevor ich wusste, dass ich diese Rolle spielen würde. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Kann schon verstehen, so wie ich vieles, wenn man Geschichte hört und nicht selber miterlebt hat, sondern nur später in der Schule drüber spricht oder später drüber liest, ist es natürlich immer so wahnsinnig einfach zu sagen, dass man selber sich in der damaligen Zeit richtig verhalten hätte. Also es ist immer so. Wir sprechen ein andermal darüber. Ich hätte protestiert, ich hätte rebelliert, ich hätte mich nicht eingereiht. Und deswegen sage ich das eher nicht. Also ich kann es schon verstehen, ja. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Ja, wenn man ihr Buch liest, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann sieht man, dass es ganz einfach nur ein junges Mädchen war. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Ich glaube, Hitler war für die damalige Zeit für manche Frauen wie ein Popstar. Und ich glaube, dass es für sie was ganz Besonderes war, bei ihm arbeiten zu dürfen, bei ihm anzufangen. Ich glaube zwar auch, dass es etwas war, was ihr Angst gemacht hat und was ihr selber auch Angst eingejagt hat, aber es war eben auch was Besonderes. Verrat! Bringen Sie mir Fe-